Politik und Wissenschaft ringen am Klimagipfel von Glasgow um Möglichkeiten, wie die Erderwärmung zu stoppen ist. Es geht um globale Übereinkünfte. Dazu gehören oftmals auch kleine Schritte oder große Innovationen. Stichwort Beton. Kein Material auf der Welt wird in größerer Menge produziert und viele Bauten wären ohne Beton gar nicht denkbar. Die Herstellung von Zement, dem wichtigsten Bestandteil von Beton, setzt jedoch sehr viel CO2 frei. Aber das kann sich ändern, dank einer Innovation aus der Schweiz. Entwickelt wurde der klimafreundliche Beton an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Lausanne am Labor für Baumaterialien. Jahrelang haben die Betonforscherin Karen Scrivener und ihr Team an einer neuen Rezeptur getüftelt. Beton ist das beste Material, um Häuser zu bauen, aber wir müssen ihn verbessern und das gelingt. Die Versuche im Labor haben den Weg gewiesen. Ein Zusatz aus gebranntem Ton und gemahlenem Kalk machen die neue Zementrezeptur klimafreundlicher. Der Ökobeton aus Lausanne verursacht 30% weniger CO2. Das Potenzial ist enorm. Wenn wir alles ausschöpfen würden, könnten wir global jedes Jahr 400 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Das entspricht dem Zehnfachen der jährlichen Emissionen der Schweiz. Geht es um neue Baustoffe, ist die weltweite Bauindustrie traditionell zurückhaltend. Doch der neue Beton, genauer der Zement, ist in der Branche auf hohes Interesse gestoßen. So hat der größte Zementkonzern der Welt, die schweizerische Holcim, auf Anfrage bestätigt, die Firma werde bald einen Zement mit gebranntem Ton auf den Markt bringen. Das sind wir jetzt dabei. Wir haben jetzt gerade für EcoPact unsere grünen Beton bauen wir überall jetzt hier die Lieferketten entsprechend auf. Und die Produkte sind profitabel vom Start weg und haben auch sehr erfreuliche Margen. Präzise Belastungstests im Labor von Scrivener haben auch gezeigt, der neue Ökobeton bricht nicht früher als herkömmlicher Beton.